Heute mal was ganz Besonderes. Joschka auf dem Fahrrad. Nein, Quatsch. Wir wollen natürlich heute wieder mit 5 Tipps starten. Und ein besonderer Tipp handelt sich um den Fahrradträger bzw. eine Funktion des Autos, wenn man einen Anhänger im Auto hat. Und natürlich noch 5 weitere ganz besondere Tipps. Also seid gespannt. Wir starten jetzt mit unserem Tipp Nummer 1. Natürlich erstmal hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wie ihr wisst, bekommt ihr von uns jede Woche 2 neue Videos, dienstags und donnerstags. Ihr könnt ganz einfach hier auf Abonnieren klicken und verpasst danach kein Video mehr. Und dann würde ich sagen, wir starten mit unserem Tipp Nummer 1. Und dafür haben wir mal den Mercedes-Benz Fahrradträger aufgebaut. Und natürlich haben wir sogar ein Fahrrad dabei, denn das ist ganz wichtig, wenn dieses Fahrrad auf diesem Fahrradträger steht. Also es geht jetzt nicht um den Fahrradträger, sondern gleich um den Tipp, den wir im Auto sehen können. Ich stelle mal einmal dieses ultraleichte Fahrrad hier drauf. So. Ist übrigens ein E-Bike. Unglaublich, oder? Lena, wie viel wiegt das? Weißt du das? Nee, weiß man nicht. Ist auf jeden Fall sehr leicht. So. Fahrrad ist fest, es kann also gleich mit Tipp Nummer 1 losgehen, denn es ist ja oftmals so, wenn ein solches Fahrrad oder ein Anhänger im Auto ist, dann hat man zwar eine Rückfahrkamera, aber die Rückfahrkamera strahlt dann eigentlich genau hier hinten raus und guckt direkt aufs Fahrrad und wir sehen eigentlich relativ wenig. PDC ist dann auch ohne Funktion, weil ja, ich sag mal, der Fahrradträger direkt vor dem PDC-Sensor ist. Deswegen hat Mercedes sich etwas überlegt, so dass man auch mit Fahrradträger oder Anhänger sogar relativ gut nach hinten gucken kann. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Aber bevor wir uns das anschauen, Gemma, komm mal kurz her. Guck mal hier, was hier steht. Da steht tatsächlich Anders Bike. Das heißt, das Auto ist anders, hat sogar einen eigenen Fahrradladen hier an der Karl-Friedrich-Benz-Straße in Vechta. Das heißt, Auto aus Anders ist gleichzeitig auch Fahrradprofi hier im Landkreis Vechta und hat einfach mal über 200 Fahrräder sofort hier vor Ort zur Auswahl. Schaut gerne vorbei oder direkt bei Instagram auf meinandersbike. Und ich würde sagen, wir starten jetzt endlich mit dem richtigen Tipp Nummer 1. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, aber dieser Tipp lohnt sich wirklich. Ich habe Platz genommen im Auto und mache jetzt Folgendes. Ich starte einfach mal den Motor und werde mich natürlich anschnallen. Und dann auch gleich mal den Rückwärtsgang einlegen. Und jetzt schaut ihr mal auf unseren Zentraldisplay. Und jetzt schauen wir mal hier auf unseren Zentraldisplay und da sehen wir auch schon, alles klar, Rückfahrkamera ist an. Ich sehe relativ wenig und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da noch ein zweites Fahrrad drauf ist, so wie es bei mir jetzt am Wochenende war, dann ist das doch relativ schlecht zu sehen. Man kann natürlich über Spiegel fahren, ja, das ist alles schön, aber wir haben ja nun mal den Luxus einer Rückfahrkamera und den will man natürlich auch nutzen. Wenn ich jetzt also rückwärts fahre, dann sehe ich zwar meine Linien, aber ah, da steht zum Beispiel schon eine B-Klasse, die ich jetzt fast übersehen hätte, aber im Spiegel sehe ich sie natürlich. Nichtsdestotrotz, wenn ich die 360-Grad-Kamera habe, dann habe ich hier nicht nur den Weitwinkelblick, sodass ich noch zumindest nach rechts und links gucken kann. Das erhöht schon mal das Sichtfeld, sondern auch hier eine kleine Ansicht, wo ja, so zwei Sensoren sind, also zwei Blickfelder mit einem Anhänger in der Mitte. Das heißt, sobald die Anhängerkupplung merkt, dass ein Fahrradträger oder ein Anhänger oder was auch immer durch die Steckdose angekoppelt ist oder auch in der Steckdose eingesteckt ist, dann kann ich diesen Punkt hier auswählen. Ich drücke mal drauf und schon kann ich jetzt am Auto vorbeigucken. Ich sehe zwar nicht direkt, was 1:1 hinter meinem Auto passiert, aber ich sehe zumindest, was rechts und links neben meinem Auto passiert, sodass, wenn ich jetzt rückwärts fahre, eigentlich ganz gut sehen kann und das trotz eines Fahrradträgers. Das heißt, im Rückspiegel in der Mitte kann ich eigentlich ganz gut sehen, was hinter mir passiert, aber hier kann ich auch genauso gut sehen, was dann neben meinem Auto passiert und habe trotzdem einen sehr, sehr guten Blick nach hinten und kann wirklich entspannt rückwärts fahren. Wer das noch nicht kannte, probiert es bitte aus, denn wenn ihr mal einen Fahrradträger dran habt, dann ist das wirklich die beste Funktion oder auch natürlich mit Anhänger. Beim Anhänger habe ich allerdings noch nicht probiert, aber probiert es gerne aus. Ich finde die Funktion super, deswegen musste ich euch das einfach zeigen. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2 und ihr fragt euch bestimmt, warum wir das Handy jetzt hier haben. Und zwar bin ich auf der Seite mercedes-benz-mobile.com. Dort kann ich im Endeffekt viele Handys auswählen und das System sagt mir sofort, wie ich die beste Einstellung dann im Auto vornehme. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt schlechten Empfang beim Telefonieren habe oder eine schlechte Gesprächsqualität, kann es daran liegen, dass diese Einstellungen falsch vorgenommen sind. Und zwar mache ich Folgendes. Ich gehe als erstes auf diese Seite mercedes-benz-mobile.com. Dann komme ich hier zur Startseite, kann jetzt auswählen einmal PKW, dann das Modell haben wir jetzt hier C-Klasse T-Modell und der wurde gebaut ab 6/21. Das kommt ungefähr hin. So, jetzt sehen wir nämlich hier den Punkt
Telefonanbindung, Apple CarPlay, Remote Park Assistent. Also auf dieser Seite wird mir alles angezeigt oder jede Kompatibilität wird mir angezeigt, die hier mit dem Auto getestet worden ist und dementsprechend auch für gut empfunden wurde oder gut befunden wurde. Ich mache jetzt Folgendes. Ich wähle jetzt hier, ich hoffe, ihr könnt es halbwegs sehen, den Punkt Bluetooth Connectivity. So, da gehe ich drauf. Und jetzt kann ich mein Telefon auswählen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel hier ein Apple iPhone 12 Pro Max. Das heißt, hier sehen wir jetzt schon mein Gerät. Und wenn ich jetzt ein bisschen runterscrolle, dann kann ich hier schon die ersten Tipps sehen. Wenn ich jetzt hier auf Details klicke, dann kriege ich nochmal die Infos, die ich gerade gesehen habe. Und wenn ich jetzt einmal nach rechts klicke, so, dann sehe ich hier, was alles möglich ist. Also Feldstärke anzeigen geht, Anrufhandling geht, Batterieanzeige geht auch. Empfohlene Sendelautstärke, empfohlene Empfangslautstärke steht hier jetzt plus minus null. Das heißt, bei diesem Handy muss ich wahrscheinlich in meinem Auto nichts verstellen. Es gibt aber durchaus Geräte, wo dann hier zum Beispiel bei empfohlene Sendelautstärke plus 1 steht oder Empfangslautstärke minus 1. Und wie wir das einstellen und wie ihr natürlich auch überprüfen könnt, ob es bei euch richtig ist, das gucken wir uns jetzt mal hier im System an. Also ganz wichtig, mercedes-benz-mobile.com, Telefon auswählen, Bluetooth Connectivity und dann die Basisfunktion der Telefonie auswählen und dann seht ihr hier den Punkt Empfangs- und Sendelautstärke, ganz wichtig, merkt euch das, denn das sehen wir jetzt hier im Display wieder. Telefon ist verbunden, ich klicke also auf mein Telefon und gehe jetzt hier einmal auf die Einstellungen und dann kann ich hier den Punkt meine Geräte auswählen. Und jetzt sehe ich hier, alles klar, Joschka ist verbunden als Telefon. Und jetzt habe ich hier so drei kleine Punkte. Wenn ich da drauf tippe, dann kann ich jetzt einmal das Gerät trennen, Gerät löschen oder aber auch den Punkt Lautstärke auswählen. Und Lautstärke sehen wir jetzt hier, Empfangslautstärke und dann auch die Sendelautstärke. Bei meinem Fall soll beides möglichst auf Null stehen, das ist richtig. In anderen Fällen kann es sein, dass wir das hier verstellen können. Was heißt es eigentlich? Empfangslautstärke bedeutet, das ist die Lautstärke, die von meinem Gegenüber hier im Auto ankommt. Und die Sendelautstärke ist die, die mein Gegenüber quasi hört. Das heißt, wenn ich jetzt im Auto sitze und meinetwegen mit jemandem telefoniere und der sagt, hey, pass auf, du bist total leise und hörst dich irgendwie mega weit weg an, irgendwas stimmt da nicht, dann kann man mal schauen, ob die Sendelautstärke wirklich richtig eingestellt ist. Oder man kann auch sagen, wenn alle mich als zu leise empfinden, mache ich einfach mal Sendelautstärke auf plus 2, dann werde ich wesentlich lauter gesendet und komme auch lauter bei meinem Gegenüber an. Bei der Empfangslautstärke ist das Gleiche. Also wirklich, schaut das auch gerne mal nach. Eine wichtige Einstellung für Menschen, die gerne im Auto telefonieren. Und natürlich auch eine wichtige Einstellung, um die möglichst perfekte Gesprächsqualität hier im Mercedes zu haben. Weiter geht's mit Tipp Nummer 3 und der ist dafür da, dass man sein Auto möglichst schont. Bedeutet, wenn ich jetzt unterwegs bin, das Wetter ist wieder schlecht draußen, die Straßen sind schmutzig oder es liegt Laub und es liegt Dreck auf der Straße, dann ist es ja oftmals so, dass der Dreck wird aufgewirbelt und sammelt sich an der Heckscheibe. Und dann ist es ja immer so ein unschönes Gefühl, wenn dann auf einmal automatisch der Heckscheibenwischer angeht. Denn wenn ich den Rückwärtsgang einlege, ist es ja so, dass Mercedes dann automatisch den Scheibenwischer mit einschaltet. Warum macht das Auto das? Natürlich, damit ich möglichst gut nach hinten raus schauen kann, wenn ich den Rückspiegel benutze oder nach hinten gucke, dass dann auch die Scheibe sauber ist. Aber wenn ich so ganz viel Sand auf der Scheibe habe, dann tut mir persönlich das immer so ein bisschen weh, wenn dann dieser trockene Scheibenwischer über diese sandige Scheibe wischt oder über diese leicht feuchte Scheibe wischt. Denn der Scheibenwischer geht ja nur dann an, wenn auch der Regensensor sagt, hey, pass auf, es ist nass draußen, ich muss den Scheibenwischer anmachen. Wie vermeiden wir das Ganze? Also erstmal zur Funktion. Ich sitze im Auto, lege den Rückwärtsgang ein. Dann passiert jetzt erstmal nichts. Wenn aber mein Scheibenwischer auf der ersten Position steht, so wie es jetzt ist, oder wenn ich ihn in dieser Position habe und dann den Rückwärtsgang einlege und das Auto sagt, hey, pass auf, die Scheibe ist nass, dann würde das Fahrzeug automatisch den Scheibenwischer benutzen und dann gleichzeitig auch den Heckscheibenwischer anmachen, wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe. Natürlich kann ich das auch ganz manuell steuern. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf die zweite Stufe stelle oder auf die dauerhafte Stufe stelle, dann wischt der Scheibenwischer vorne die ganze Zeit, aber auch der Heckscheibenwischer wischt hinten die ganze Zeit. Wenn ich aber gar nicht möchte, dass der Heckscheibenwischer angeht, dann mache ich Folgendes. Wenn ich in meinem Auto bin und der Scheibenwischer auf Stufe 1 steht, dann drehe ich ihn erst auf 0 und lege dann den Rückwärtsgang ein und siehe da, der Scheibenwischer geht nicht an. Wenn ich aber jetzt wieder anmache,
dann geht natürlich auch wieder der hintere Scheibenwischer automatisch mit an. Und das kann natürlich dazu führen, dass ihr dieses komische Gefühl habt, was ich habe, wenn die Scheibe dreckig ist und der Scheibenwischer hinten angeht. Einfach Scheibenwischer auf Null stellen und dann geht der automatische Heckscheibenwischer auch nicht mehr an. Schon sind wir bei Tipp Nummer 4 und bei Tipp Nummer 4 dreht es sich um den rechten Beifahrerausspiegel. Denn auch in der neuen C-Klasse oder auch in allen neuen Mercedes-Modellen mit dem neuen Bediensystem MBUX gibt es die Einparkstellung des Außenspiegels. Und auch, wie schon mal in einem vorherigen Video erklärt, ist es hier fast die gleiche Funktion oder eigentlich die gleiche Funktion. Trotzdem möchte ich es euch nochmal zeigen, denn es ist ja nicht immer gesagt, dass alle von euch schon alle Videos von uns gesehen haben. Deshalb, was passiert, wenn ich einparken möchte? Ich lege den Rückwärtsgang ein, gucke dann auf meine Rückfahrkamera oder aber auch in den rechten Außenspiegel und sehe dann natürlich erstmal die normale Sicht. Was ist aber, wenn ich Acht auf meine Felgen geben möchte und nicht an einen Bordstein fahren möchte? Dann ist es natürlich immer wichtig, wenn ich dann mit meinem rechten Außenspiegel auch zu der Felge hinschauen kann und dementsprechend auch sehen kann, ob ich dann an dem Bordstein vorbeifahre. Und dafür gibt es eine ganz einfache Funktion. Ich mache Folgendes. Ich habe ja hier links in meiner Tür die Beifahrerspiegelverstellung und wenn ich jetzt die Einparkstellung aktivieren möchte, lege ich als erstes einmal den Rückwärtsgang ein, wähle die Taste des rechten Außenspiegels und stelle dann meinen Außenspiegel so ein, ich gucke da mal in meiner Kamera vorbei, sodass es passt und ich dann ja so gesehen meine Felge sehen kann. Wenn ich jetzt das nächste Mal meinen Rückwärtsgang einlege, passt auf, ich lege die Rückwärtsgang ein, fährt der Spiegel automatisch in die von mir vorgegebene Einparkstellung. Und um dann wieder aus der Position rauszukommen, kann ich entweder Folgendes machen, ich lege den Vorwärtsgang ein und fahre ein kleines Stück vor. So. Da sehen wir schon, Spiegel fährt wieder hoch. Oder aber, wenn mir das zu lange dauert, kann ich einfach Folgendes machen. Ich wähle einfach den linken Außenspiegel aus und der Spiegel fährt wieder in seine vorherige Position. Und solange auch der linke Außenspiegel ausgewählt ist und ich dann den Rückwärtsgang einlege, wird der rechte Spiegel nicht in die Einparkstellung fahren. Das heißt, wichtig, wenn ihr die Einparkstellung nutzen wollt, muss auch der rechte Außenspiegel angewählt sein, damit das Ganze funktioniert. Also probiert es gerne aus, speichert euch eure Einparkstellung aus und wenn ihr dann doch mehr sehen wollt während des Einparkvorgangs, wählt einfach die linke Außenspiegeltaste und der Spiegel fährt wieder in eure zuvor eingestellte Position zurück. Schon sind wir bei Tipp Nummer 5 und nicht wundern, wir haben gerade mal ganz kurz das Auto gewechselt, weil ich in diesem Auto natürlich mit Mercedes Me verbunden bin und ich euch jetzt einen kleinen Tipp zeigen möchte, der ganz wichtig ist, wenn man Adressen als Navi sendet. Denn ich kann ja natürlich über meine Mercedes Me Adressen als Navi senden und ich war jetzt vor kurzem im Urlaub und habe mir dann immer Ziele rausgesucht, die ich dann anfahren wollte und das war in Italien und ich wusste dann nachher selber nicht mehr, was eigentlich sich hinter dieser Adresse verborgen hat und ja, war so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich dann 5 Ziele im Navi hatte und selber nicht mehr wusste, was jetzt eigentlich welches ist. Das passiert euch wahrscheinlich nicht, aber mir ist es passiert. Es gibt aber ganz einfach einen Tipp dafür und zwar kann ich meine ans Fahrzeug gesendeten Ziele schon vorher umbenennen. Das macht ihr wie folgt. Ich habe jetzt hier meine Mercedes Mia. Klicke hier auf den Ortungspfeil und ich kann einfach mal ein Beispiel nehmen. Ich war am Gardasee, da sind ja relativ viele Seen in der Nähe und ich konnte mir nicht so richtig merken, welcher See ist natürlich, außer der Gardasee, das wusste ich natürlich. Aber ich war bei einem Stausee und der nannte sich Lago di, ich glaube, Lago di Valvestino. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist jetzt mein Ziel. Da wollte ich hinfahren und es ist tatsächlich ein Stausee. Und da ich 2 Seen anfahren wollte, wusste ich nicht mehr, welcher ist. Und ich habe jetzt aber Folgendes gemacht. Ich habe das Ziel ausgewählt, möchte das Ganze jetzt an mein Fahrzeug senden. Und jetzt seht ihr hier oben, wenn ich das Ziel hier oben stehen habe, einen kleinen Stift. Und wenn ich da draufklicke, kann ich einfach das Ziel umbenennen in zum Beispiel Stausee. Fertig. Und sende das Ganze dann an mein Fahrzeug. Hier klicke ich jetzt auf Senden. Und schon siehe da, hier seht ihr es, Stausee. Jetzt wird es angezeigt. Ich wähle das Ganze mal aus. Und jetzt wird dort nicht der Name gesagt. Doch, tatsächlich, hier wird es angezeigt. Ah, oh, sogar mit Bild. Seht ihr, so schön war das da. Ach, verrückt.
Ja, okay. Also ihr könnt hier tatsächlich einiges schon über das Ziel herausfinden. Und hier steht der richtige Name. Aber hier oben steht mein eigenes Ziel, Stausee. Und so könnt ihr ganz einfach immer eure eigenen Ziele umbenennen und natürlich dann auch mal zum richtigen Ziel finden. Ich hoffe, euch haben diese 5 Tipps gefallen. Und wenn sie euch gefallen haben, lasst einen Daumen hoch da, abonniert gerne unseren Kanal und schaut auf jeden Fall bei Mein Anders Bikes vorbei bei Instagram und schaut euch den neuen Fahrradladen vom Autohaus Anders an. Und damit sage ich, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder und ihr könnt jetzt erstmal schön all diese Tipps bei euch im Auto ausprobieren. Bis dahin, euer Joschka Rossi vom Autohaus Anders. Be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming.